gehen wir mal da rein. Ein Nautilus hat den Typ da getötet. Nein, es war natürlich kein Nautilus, sondern es war Taras Truhe. So, ich muss jedes Mal, wenn ich hier drin, rate ich einfach, welcher Schatz es war. Und das werde ich jetzt... Okay, das werde ich jetzt nämlich anders machen. Ich werde dieses Mal die Hinweise lesen und hoffen, dass ich richtig liege. So. So. Also, eigentlich sollte ich für solche Gegner eine Waffe zücken, aber ganz ehrlich, mir ist das jetzt zu blöd. Da scheiße ich auf das bisschen Mana. So. Speichern! Und wir schauen uns die Hinweise von Kapitän Stahlbart. Emanuel Gregorius Stahlbart, wie auch immer. Brief von Captain Stahlbart. Brief von Captain Stahlbart. Ah, okay, schauen wir uns mal den ersten an. Die Meuterer 1. Bulba war der letzte von ihnen. Am Ende musste ich 6 Gräber ausheben. 5 für die Meuterer und einen für den Schatz. Also Bulba war es schon mal nicht. Ich vergrub 6 Schatztruhen in den Gräbern, aber nur ein Grab enthält mein wertvolles Hab und Gut. Fairgold war der schwerste von ihnen. Der Kerl wog so viel wie 2 ausgewachsene Wildschweine. Für die Truhe war da kaum noch Platz. Also Fairgold und Bulba kann es nicht sein. Damit sich auch in Zukunft niemand an mein Gold zu schaffen machen kann, stelle ich tödliche Fallen auf, die jeden auf Anhieb töten, der versucht, meinen Schatztruhen zu öffnen. Dieser Trick war eigentlich immer Barnabas Markenzeichen. Das wenn einmal sterbe, das gleiche Schicksal wie seine Opfer erleiden würde, wäre ihm sicher nicht den Traum eingefallen. Also Barnabas, Bulba und Fairgold. So, nur die eine Truhe ist ungefährlich. Allerdings auch nur, wenn man weiß, welche Truhe es ist, wenn man meinen Dietrich besitzt. Und Taras Truhe tut's mir, ehrlich gesagt ein wenig leid. Er war ein guter Mann. Taras war das am Eingang. Und auf den Gräbern stehen nun Kreuze, die Namen der Meuterer tragen. Nur das eine Grab trägt den Namen eines alten Säufers, den Korgan in Ashandur einmal ausgeraubt hatte. Ob der heute noch stolz drauf wäre, ich werde es nie erfahren. So. Dillinger, Korgan, Barnabas, Fairgold. Na, wer ist es? Und hier ist gar nichts. Ja, es ist Dillinger, glaube ich. Der stand nirgends drauf. Das müsste der alte Säufer sein, von dem Stahlbart. Gregorius Emanuel Stahlbart gesprochen hat. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. Und ist es richtig oder ist es nicht richtig? Ich hätte vielleicht... Ich muss speichern auf jeden Fall, bevor ich die Truhe öffne. Und... Speichern. Jawohl, das war die richtige. So, dann haben wir 900 Gold, eine Perlenkette, einen Ring, 2 Fläschchen, einen Rum, eine Fackel... einen Kerzenleuchter, einmal Stahlbarts Seekarte und zeigt die Küstenregion des Festlands und viele Inseln und eine goldene Kristallscheibe. Und damit haben wir den Schatz von Stahlbart gefunden und die letzte goldene Kristallscheibe. Dann schauen wir uns doch gleich mal diese Seekarte an. Falls wir das können. Karte, Karte, bla bla bla. Stahlbarts Seekarte. Zeigt die Küstenregion. Ja, kann man sie nicht anzeigen lassen. Schade. Hätte mich jetzt interessiert, aber das wäre quasi ein kleiner Einblick gewesen in, Risen 2. So. Dann gehen wir mal raus und sagen... Ha! Wie ich sehe, hast du Stahlbart Schatz gefunden. Und woran erkennst du das? Du gibst mir jetzt, was ich haben will. Und zwar auf der Stelle. Nur über meine Leiche. Nur über meine Leid. Ich wusste, dass du uneinsichtig bist. Tja, dann lässt du mir keine andere Wahl. Ich schneide dich in Streifen. Ja. So. Und Ruhe im... Und Ruhe ist... So, was hat
Er hat einen Schlüssel dabei. Roman um Schlüssel zu einer Zelle, in der Patty eingesperrt hat. Ja, nur wo ist diese Zelle? Ja, und das wird unsere nächste Aufgabe. Wir müssen diese Zelle finden und die ist, ja. Ihr werdet sehen, wo sie ist. Ihr werdet es schon sehen. Kann man eigentlich... Oh mein Gott, die haben die Seegeier getötet. Ich wollte sie vorher noch umbringen. Ich dachte mir, nee, ich töte die jetzt nicht. Ihr Pisser, habt die Seegeier getötet. Meine geilen Erfahrungspunkte sind weg. 150 an der Zahl. Ich hasse euch. Naja, man kann wohl nichts daran ändern. Gut. So, hacken wir ein bisschen das Gold zu Brei. Zu Brocken hauen wir es, um genau zu sein. Wir hauen das Gold zu Brocken, zu Goldbrocken. So, und jetzt tue ich ein bisschen Mana-Tränke. Jetzt seht mal, wie mir die Mana-Tränke weggegangen sind. Die gehen weg wie warme Semmeln. So, Zeugs. Mein Zeugs. Ja, dieser Romanov ist tot. Er hat es nicht anders verdient. Diese Quest löse ich auch jedes Mal gleich. Ich habe ihm noch nie das Gold gegeben. Sehe ich gar nicht ein. Weißt, das ist... Da laufe ich lieber einem Typ stundenlang hinterher und kriege 100 Erfahrungspunkte, als dass ich ihm das Gold gebe und 1000 Erfahrungspunkte bekomme. Da scheiße ich auf die Erfahrungspunkte, ganz ehrlich. Das hat was mit Zockerstolz zu tun. Und Level Up haben wir auch. Na, scheiße ich sowas von auf die Erfahrungspunkte. Er kann mich mal am Arsch lecken. Heldenkrone, gib mir das. Schatztruhe, was haben wir da drin? Wow, die hat mir nach einer höheren Kombination ausgeschaut. Ring der Verstohlenheit, Schleichen plus 1 und ein goldener Kelch. Ja, manchmal täuscht man sich total im Aussehen der Truhe. Das sieht eine Truhe nach einer totalen Schatztruhe aus mit einer 6- oder 8er Kombi und dann... da, 4er Kombi. Manchmal trügt der Schein. So, ah ja, dann sind wir schon hier unten am hiesigen Strand. Okay, dann werde ich hier mal alles plündern und looten. Ah ja, hier drin ist was ich auf jeden Fall brauche. Und zwar ein Gewürzbeutel. Genau, den habe ich gebraucht, den habe ich gesucht. Natürlich auch nehme ich auch den Lebenstrank, der meine maximale Lebensenergie dauerhaft steigert. Da habe ich auch nichts dagegen. Aber der Gewürzbeutel ist mir sogar noch ein bisschen wichtiger, weil damit können wir eine überbackene Scholle machen. Und ihr wisst ja, überbackene Scholle ist gleich plus 2 permanentes Mana. Nautilus, hey, du bist ja noch gar nicht tot. Schwupp, schwupp. Ja, genau. Hau das Mana raus, passt. Braucht man ja nicht. Wir sind ja nicht Magier oder sowas in der Art. Na, es wäre jetzt so schön gewesen. Naja, auf dem zweiten Versuch ist auch okay. Was ist hier drin? Schwertspitze! Das Schwert Seelentrinker! Wir haben beide Bestandteile gefunden und wir haben einen neuen Quest, den Seelentrinker neu schmieden. Sehr schön. Also wie gesagt, ich mag diese Quest, das ist einfach. Es ist so einfach, aber es ist einfach geil. Hätte ruhig mehr... meines Erachtens hätte es auch Sinn gemacht, wenn man so Schmiedeteile für Amulette findet. Im Schmiede-Amulett Geist, Feuer, neu oder was weiß ich. Das wäre also ein Amulett für einen Magier gewesen. Wäre das hätte ich auch cool gefunden. Ja, Bunnyhopping im Wasser. Ich weiß, ich habe mir das Bunnyhopping das ganze Spiel über unterdrückt. Darauf bin ich richtig stolz, ehrlich gesagt, weil... Wenn ich nicht Let's Playe, dann hüpfe ich durch das ganze Spiel. Wobei ich sagen muss, es ruiniert die Atmosphäre. Es macht wirklich mehr Spaß, wenn man normal durch das Spiel läuft. Es ist wirklich schöner. Ist klar, hüpfen ist schlecht für die Atmosphäre. Aber da hätten die Spieleentwickler müssen für sowas schon vorsehen, weil... Sobald ein Spieler die Möglichkeit hat, irgendwie ein bisschen schneller zu sein oder langweilige Laufzeiten abzukürzen, auch wenn es Atmosphäre tötet, er macht es sofort. Ist ja klar, sobald man die Möglichkeit hat, macht man das. Vielleicht nicht jeder, aber die meisten werden es doch machen. Im Wasser dauert es mir wirklich zu lange. Was man dagegen tun kann, ist ganz einfach. Man kann etwas länger dauernde Landesequenz machen. Das heißt, man springt vielleicht weiter...
Aha, 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 Seeker, ja. Wow, da kommt ein Vierter. Und ein Fünfter. Kommt auch noch ein Sechster, oder? Nee. Landesequenz, also lange, etwas längere Landesequenz einbauen, so dass man sich ums Arschlecken nicht schneller fortbewegt, sondern vielleicht gleich schnell oder ein Stückchen langsamer. Dann wird Bunny Hopping nicht mehr praktiziert. Man kann aber trotzdem weit springen und dadurch so kleine Jumping-Puzzle ins Spiel einbauen. Wenn man, ja, also ganz ehrlich, was ich noch schlimmer fände, was ich noch viel schlimmer fände, wie Spannungsversauen. Doch, was geht's da vielleicht rüber? Geht's da oben rüber mit dem Baumstumpf da? Es sieht nicht aus, als gäbe es da oben was. Was ich noch schlimmer finde, wie Stimmungsversauen durch Bunny Hopping ist, nicht springen können im Spiel. In einem Spiel, das. Ja, es gibt Ausnahmen, natürlich gibt es Ausnahmen. Aber so einem Spiel sollte man normalerweise schon springen können. Fable konnte man zum Beispiel nicht springen, da hat es mich nicht so gestört. Okay, da ist irgendwas. Oh, ein kleiner Diamant. Im Fable hat es mich jetzt nicht so gestört, da war es irgendwie nicht so erforderlich, aber in dem Spiel wird es mich gewaltig stören. Wobei man natürlich auch Fable, sage ich jetzt mal, besser machen hätte können, wenn man es springbar macht. Hätte man es auch noch besser machen können, indem man auch ein paar Geheimnisse einbaut in dem Spiel, wo man eben springen muss. Das. So. 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 Hätte man machen können. Also ich finde Springelemente und vor allem ein paar Verstecke, wo man durch Springen nur erreichen kann oder durch Hochklettern oder wie auch immer. Katze, hör mal bitte auf, an meinem Lautstärkeregler rumzuspielen. Das wäre ich dir sehr dankbar. Moment, jetzt muss ich ganz kurz. Ja, hör auf, da nicht reinbeißen in das Headset. So. Ja, das Headset ist mir zu neu, dass ich meine Katze jetzt drauf rumknabbern lasse. Und ein Geschenk war es auch noch. Genau, wo war ich? Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ich mag. Ah, ganz toll. Wo kommen die her? Wo waren die vorher? Ich habe extra geschaut, ob da irgendwas steht. Bin ich blind oder haben sich die so gut versteckt? Auf jeden Fall finde ich so kleine Verstecke, wie man hier zum Beispiel in Risen 1 erreichen kann, nur mit Springen eben. Und auch über Dächer springen und so weiter. Finde ich ziemlich cool, macht Spaß, so ein bisschen die Welt erforschen. Ist hier noch was? Nee. So ein bisschen die Welt erforschen mit Springen und nicht nur nach Wegen schauen, also in Fable 1. Da war es ja wirklich so, da hast du gar nicht über irgendwas drüber springen können. Fable 2, glaube ich, konntest dann über Zäune und so springen oder an Soll-Springstellen, sage ich jetzt mal, an Klippen. Da wurde ein Symbol eingeblendet, hier springen, auf A-Taste drücken, keine Ahnung, etc., bla bla bla. Finde ich auch nicht so der Burner. Aber so, wenn man so die Freiheit hat im Spiel und so ein bisschen die Welt erkunden kann durch Springen an extravagante Orte, das finde ich cool. So. Da ist noch ein Seegeier. Da ist noch ein Seegeier. Vorne sind noch Wölfe. So, ein Seegeier. Das war aber jetzt nur einer. Weil Musik ist noch normal. Ich verlasse mich auf die Musik. Ich sollte mich viel öfters auf die Musik verlassen, weil die Musik lügt, glaube ich, nicht. Naja, soviel zu dem Thema Springen in einem Spiel. In einem RPG, um genau zu sein, weil ich meine Jump'n'Run, ja. Das dürfte selbsterklärend sein, dass diese Spiele bei meiner Argumentation komplett ausgeschlossen sind, weil ein Jump'n'Run ohne Springen ist kein Jump'n'Run. Oder Gleiten, Fliegen oder was auch immer, das gehört von Haus aus dazu, das zählt gar nicht. Mario ohne Springen. So. Wobei, ich glaube, es gibt so Level, da konnte man in Mario gar nicht springen, so Hex, also erstellte Hex, wo man gar nicht springen kann, da musste man. Ich glaube, ich lasse es nicht lügen, aber ich glaube, sowas habe ich auch schon mal gesehen. Interessant, wenn man das mal spielen muss, weil es wirklich ungewohnt ist. Ich glaube, den habe ich da nicht gelootet, sonst würde er nicht noch da liegen.
Doch, den habe ich gelootet.